Herzlich willkommen zu unserem nächsten Videoblog Behind the Scenes. Mein Name ist Chris Jones von Peak Studios Mixing and Mastering und heute reden wir mal ein wenig über die Band Rückenwind. Die Band Rückenwind kam letztes Jahr zu mir und hat den ersten Song von mir mastern lassen. Das erklärt auch schon mal, warum wir hier diesen Videoblog machen. Ich möchte euch, beziehungsweise wir möchten euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bieten, wie denn die ganze Arbeit abgelaufen ist, wie die Band so drauf ist. Ihr werdet jetzt auch im Anschluss nochmal ein kleines Video von der Band sehen, wo die Band sich ein bisschen vorstellt, nochmal zu ihrer aktuellen Single was sagt, alles wird gut. Darüber wird hier auch das Video gehen und ich werde euch dann im Anschluss noch ein wenig über das Mastering erzählen und auch noch zeigen. Heute seht ihr mich mal auf Video, weil sonst gibt es mich normalerweise ja nicht zu sehen, nur auf Fotos. Das hat einfach folgenden Grund, weil ich lieber im Hintergrund bin und meine ganzen Soundsachen mache und den Vordergrund den Künstlern überlasse. Denen gebührt es nämlich auch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview von Rückenwind und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen wunderschönen guten Tag aus den Grenzenlos Records Studios. Moin Moin aus Hamburg. Moin Moin, sagen wir hier, genau. Moin Moin, sagen wir hier. Chris Jones aus den Peak Studios hat uns gebeten, dass wir doch ein bisschen was erzählen mögen über unsere neue Single Alles wird gut. Und das machen wir doch. Wir sind Rückenwind, wir kommen aus Hamburg, machen Musik. Genau. Soweit stimmt es. Geschrieben habe ich den Song vor bummelig, weiß nicht, 2 Jahre ist das her. Keiner von uns hat nichts zu verlieren. Und sei es nur das nackte Leben. Directly Fromse Abhörraum. Fromse Abhörraum. Ich glaube, es ist so, dass jeder Mensch in seinem Leben durch Höhen und Tiefen geht. Mal auch mal Scheiß am Stecken hat. Mal fällt man mehr auf die Fresse, mal weniger. Mal hat man auch einen Höhepunkt. Gestern standen und tolle wir Zeiten. Kurz vorm Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, genau. Du musst gehen. Hey! Und du hey! Musst gehen. Hey! Hey! Du musst gehen. Hey! Das mit den Trommeln, mit der Hammer. Und mit den Drums, das ist geil. Richtig geil. Okay, danke. Stopp! Ja, und dieser Song sagt halt, auch wenn es einmal nicht so blendend geht oder man Probleme hat, ob jetzt finanziell oder weiß der Geier, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Beziehungstechnisch. Ja, genau. Und dass man es anpacken kann und dass am Ende dann alles immer wieder alles wieder gut wird. Doch da ist es egal, denn alles wird gut. Das Leben ist schön und die Sterne stehen zu. Niemand hat die Wahl und ich sing meine Lieder. Ich bilde mir ein, ich verfall, ich verfall. Nichts kommt wieder. Nichts kommt wieder. Wir haben ihn immer live gespielt und dachten jetzt, wo wir das Album nämlich gerade aufnehmen, hier in den Grenzenlos Records Studios, wird dann natürlich auch gemastert von Chris Jones aus den Peak Studios, wie auch Alles wird gut. Und da dachten wir, hey komm, den müssen wir jetzt einfach raushauen. Mit diesem Video, was wir gedreht haben, mit einem kleinen, aber feinen Filmteam im letzten Jahr, Ende 2013. Ihr könnt gerne mal schauen unter www.rückenwind.de, da kann man sich nämlich das Musikvideo zu dem Song und anschauen. Auch die ganzen Daten, wo wir in Hamburg und Umgebung spielen. Genau. Unser nächster Auftritt ist in Trier, ne? Das ist eine ganze Ecke weg. Genau. Da spielen wir mit Jupiter Jones zusammen. Auf einem Festival. Und auch anderen Musikern zusammen. Ja. Rieke Music. Könnt ihr mal schauen. Thomas Kiesling. Thomas Kiesling, genau. Wird lustig. Das ist richtig. Ich gucke ein bisschen schief, aber das liegt an meinem Optiker. Ja, es war ein kleiner Einblick in unsere Studioarbeit. Und jetzt wird Chris Jones euch noch ein bisschen was zeigen zum Thema Mixing und Mastering.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das sind wir wieder. Ihr habt gerade das Interview von der Band Rückenwind gehört. Und jetzt werde ich euch ein bisschen was übers Mastering von der Single Alles wird gut erzählen. Ihr seht ja hier schon, das war einmal die Final Mix Spur, die ich quasi nach der analogen Bearbeitung wieder in den Rechner geleitet habe und aufgenommen habe. Und hier auf der Seite kommen dann halt eben meine ganzen Plugins. Da kommen wir aber dann nachher mal dazu. Das ist Original-File hier. Ich kann es mal ein bisschen beschriften. Original. So, und das ist dann Mastering-File. So, ich zeige euch gerade einfach mal den Ausschnitt. Keiner von uns hat nichts zu verlieren. Und sei es nur das nackte Leben. Doch einer von uns hat Glück gehabt. Doch vielleicht auch einer, bei dem hat das nicht geklappt. Oh, oh, oh. Mal damit geboren. So, das war jetzt mal ein kleiner Ausschnitt von dem Original, so wie ich es eben zum Mastern bekommen habe. Und zuallererst, natürlich das Beste am Anfang, nicht zum Schluss, zeige ich euch mal einen Vergleich. Ich habe jetzt beide Lautstärken mal so wenig angeglichen, sodass man schön A-B switchen kann. Und ich hätte gesagt, wir suchen uns doch am geschicktesten mal die Stelle vom Endrefrain aus. Dann könnt ihr nämlich da auch am besten hören. Ich lasse zuerst das Original laufen und dann schalte ich wahlweise Solo. Oh, ja, das war der Preis für die letzte Nacht. Und du musst gehen, hey. 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 Doch dann ist es egal, denn alles wird gut. Das Leben ist schön und die Stunde steht zu. Niemand hat die Wahl und ich sing meine Lieder. Ich bitte mir ein, ich wär frei, ich wär frei. Dann ist es egal, denn alles wird gut. Das Leben ist schön und die Stunde schlägt zu. Niemand hat die Wahl und ich sing meine Lieder. Ich bilde mir ein, ich wär frei, ich wär frei. Denn nichts kommt wieder, nichts kommt wieder, nichts kommt wieder. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen bezüglich des Unterschiedes. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe mir den Song angehört und habe festgestellt, dass gerade so im unteren Mittenbereich, so im Bereich so von 200 bis 450 Hertz, schon sehr eine Differenz war. Und vor allem auch zu pappig. Das hat alles zu pappig, zu matschig geklungen. Und dann bin ich eben in das Signal rein. Hier habe ich im Originalsignal habe ich gar nichts gemacht. Ich habe es hier nur ein bisschen runtergepegelt, um einfach den richtigen Ausgangspegel zu haben, damit in die Hardware mit dem richtigen Pegel eben reingeht und ich das Signal somit sehr gut bearbeiten kann. Dann im zweiten Schritt habe ich dann
mir das Ganze in die Hardware reingeleitet und habe dort die Bearbeitung gemacht. Das kann ich euch leider jetzt nicht mehr zeigen, da ich ja auch hier nur den Bildschirm aufnehmen kann und jetzt ist mit dem Switchen zwischen Webcam und Bildschirm ein bisschen doof ist. Sowas behandeln wir aber auch noch im Rahmen der Tutorials. Von dem her will ich euch lieber mal so einen kleinen Einblick von meinem Workflow zeigen. Ich mache jetzt hier nochmal, ich mache das jetzt mal ganz kurz weg noch und mache jetzt erstmal das Original wieder aktiv. Und das ist nämlich quasi hier in der Master Chain. Fangen wir mal an. Zuallererst spiele ich es nochmal an. Gut, jetzt bin ich wieder da. Und zwar mache ich jetzt hier erstmal einen Equalizer im ersten auf. Ich habe hier eben im Bereich von 50 Hertz ein bisschen was angehoben und im Bereich, so im unteren Mittenbereich, 200-300 Hertz habe ich eben leicht nochmal abgesenkt. Und im Bereich von 1 kHz auch. Das habe ich sehr intuitiv gemacht. Also ich vergleiche immer zwischen dem, was mein Gehör sagt und dem, was meine Messwerte von dem Analyzer etc. sagen. Als nächstes möchte ich euch noch mal ein paar andere Sachen erklären, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich eben hier, das Plugin heißt Center. Mache ich jetzt mal auf. Habe ich genutzt, um eben die Seiten-Mitten-Verhältnisse eben ein wenig anzupassen, das sprich die Seitensignale ein wenig zu verringern oder lauter zu stellen. In dem Fall habe ich das nicht gemacht. Ich habe lediglich eben den Punch in die Mitte mehr ausgerichtet, die Höhen eher nach außen so gelegt, weil mir zu viel Höhenanteil im Mittenbereich eben war und die Bässe einfach schön alles wieder center, das ist alles schön monokompatibel ist. Da habe ich noch einen relativ schönen, der ist ganz gut für Rock, einfach einen schönen EQ genommen und habe im Bereich 800 Hertz und im Bereich 220 Hertz so minimal ein bisschen was gemacht, auch im Bereich 3,2 kHz, um letztendlich einen sehr knackigen und leicht aggressiven Sound. Ja, und dann habe ich hier mit einem gestern noch gearbeitet, da finde ich den vom Fabfilter ganz gut. Und zwar habe ich eben im Bereich von 7200 bis 1166 einen leichten De-Esser eben geschaltet. Jetzt muss man mal ganz kurz gucken. Das sieht hier ganz schön, ja, da regelt nicht so viel ab. Also es fällt wirklich ganz, ganz wenig auf, der arbeitet sehr dezent, muss ich sagen. Also wirklich erst, wenn ich richtig runterdrehen würde, würde mir hier das deutlich im Soundbild bemerkbar machen. Aber kleine Änderungen, fällt eigentlich so gut wie gar nicht auf. Ja, weitergegangen natürlich mit dem Equalizer. Nochmal zusätzlich, wo ich auch nochmal Mitten- und Seitenbänder bearbeitet habe, eben hier. Man sieht es nochmal ganz gut. Ja, zum Schluss nochmal ein wenig für Luftigkeit gesorgt. In den Seitensignalen, Mittensignalen nochmal ein bisschen abgesenkt und angehoben, damit es eben besser und anders anhört. Das heißt, wenn sich etwas besser anhören soll, dann absenken, soll sich etwas anders anhören, hebt man an. Das ist so eine Grundregel, die man eigentlich, wenn man sie befolgt, relativ gut mitfährt. Ja, und dann zum Schluss habe ich eben meinen Limiter draufgesetzt. Ja. Ich habe versucht, also diesen Style eher auf dynamisch gelassen, habe eine relativ kurze Look-Ahead-Zeit eben gehabt,
um einfach nochmal den Limiter anders anzusprechen. Ist ein bisschen komplizierter jetzt zu erklären, deswegen möchte ich auch nicht weit ausholen. Ich habe euch jetzt einen kleinen Eindruck einfach mal gegeben, so was ich hier in dem Song gemacht habe. Und ich denke, ich habe euch ein wenig die Band Rückenwind näher bringen können. Vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen die Musik und die Band freut sich auf jeden Fall über neue Fans. Ja, das war's dann auch schon hier, soweit von uns. Dank auf jeden Fall an alle, die zugeschaut haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.